Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eigentlich ist das Thema Carsharing ja ein Thema, von dem ich dachte, dass wir hier übergreifend, fraktionsübergreifend im Haus das alle sehr positiv begleiten. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, Kollege Gassel, als Sie dann hier so etwas, finde ich, unbotmäßig laut aufs Dach gehauen haben. Denn wenn Sie die Große Koalition dafür kritisieren, dass es ein bisschen gedauert hat, dann heißt das ja nur, dass wir uns sorgfältig um das Thema gekümmert haben. Und was Sie leider verschwiegen haben, ist, dass als die Grünen in der Bundesregierung waren, Sie gar nicht auf die Idee gekommen sind, ein Carsharing-Gesetz auf den Weg zu bringen. Aber wie auch immer, meine Damen und Herren, Carsharing jedenfalls hat es, ehrlich gesagt, es ist nicht im Erfolg gemündet. Ja, das mag Ihnen leid tun, Herr Bartel. Damit können Sie leben und ich auch. Meine Damen und Herren, Carsharing ist ein wichtiger Baustein der Mobilitätspolitik. Und es ist ein. So, aber jetzt hat der Herr Müller das Wort. Und es ist ein, sagen, deswegen ein wichtiger Baustein, weil es erstens klima- und umweltfreundlich ist, zweitens richtigerweise den Ansatz verfolgt, zu privilegieren, und zwar umweltfreundliches, klimafreundliches Verhalten, anstatt zu verbieten. Es bevorzugt kluges, intelligentes Verkehrsverhalten und es schafft Anreize, anstatt Hürden aufzubauen. Das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was einige Mitglieder des Hauses sich wünschen, nämlich Steuererhöhungen, Fahrverbote, Verteufelung der Dieseltechnologie und Bevormundung. Und, meine Damen und Herren, vollkommen ausgeblendet würde bei dem zweiten Ansatz, den wir nicht für richtig halten ausdrücklich, dass damit nicht hinzunehmende auch soziale Konsequenzen für die Bürgerinnen und Bürger sich ergäben und das Handwerk und der Mittelstand zu leiden hätten. Meine Damen und Herren, versteht, Klimaziele, um diese zu erreichen, müssen die Treibhausemissionen bis zum Jahr 2050 um bis zu 95% reduziert werden im Vergleich zu 1990. Und der Verkehrsbereich hat hierzu einen ganz erheblichen Beitrag zu leisten. Insofern ist es ein wichtiges Gesetz. Und, meine Damen und Herren, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, intelligente Verkehrsverlagerungen zu unterstützen. Kollege Klare hat es richtigerweise gesagt. Integrative Mobilitätskonzepte sind hier die Antwort der Wahl. Und Carsharing kann hierbei ein besonders wichtiges Puzzlestück bieten. Eben hat es der Vorredner allerdings richtigerweise gesagt, es gibt eine Reihe von Studien, bis zu 6 Privatfahrzeuge können durch ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt werden. Teilweise geht man sogar von bis zu 20 aus. Relativ unbestritten ist jedoch, dass die CO2-Emissionen durch umfangreiches Carsharing um rund 6 Millionen Tonnen pro Jahr verringert werden können. Und das sind immerhin 4% der verkehrsbedingten CO2-Emissionen, die wir haben. Schwefeldioxid, oft diskutiert, würde um 5% zurückgeführt werden. Und bei den Stickoxiden würden wir sogar eine Reduktion um mehr als 6% erreichen können. Ganz wichtig, und deswegen ist das ein Thema, das die Leute bewegt, ist eben auch der Gesichtspunkt, dass wir die Städte vom Verkehr entlasten, dass wir Parkdruck lindern und dass wir auch Anreize für neue Geschäftsmodelle setzen. Auch das liegt uns als Union außerordentlich stark am Herzen. Meine Damen und Herren, und das, finde ich, sollten wir ebenfalls betonen, Carsharing bietet eine gute Möglichkeit, einen guten Ansatzpunkt, um auch Elektromobilität dort, wo es großen Sinn macht, zu unterstützen und zu fördern. Und, das will ich gerne abschließend noch ansprechen, es geht nicht nur um Elektromobilität, sondern auch um sonstige alternative Antriebskonzepte. Und deswegen finde ich es wichtig, in diesem Zusammenhang auch das Thema der steuerlichen Privilegierung von Erdgasantrieben und auch von Flüssiggasantrieben zu erwähnen. Da sind wir im Moment gerade in der Beratung. Ich finde, gerade das Thema Carsharing eignet sich dafür, weil die Ladeinfrastruktur vorhanden ist und auch die Art der Nachladung und des Nachbetankens aus meiner Sicht gerade beim Carsharing hier sinnvoll kombiniert werden können. Wir wollen das Thema der steuerlichen Privilegierung in der nächsten Zeit hier in diesem Hause beraten. Wir wollen uns als Union insbesondere auch für die Themen Gasantrieb insgesamt ansetzen. In kluger Kombination mit Carsharing-Angeboten haben wir hier große Chancen, der Umwelt Gutes zu tun. Ich bedanke mich für Aufmerksamkeit. Gestatten Sie noch eine Frage der Kollegin Lühmann. Sie sind fertig. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Ja.